Okay, Freunde. Und jetzt der zweite Versuch. Ja. Im Offroad-Modus. Mit Doga. Du musst ein hohes Tempo ja. halten, um die Lieferung da zu ist er. Schaffen. Komm, Doggy. Das muss jetzt klappen. No. Der einsame Reiter. Der einsame, ja, genau. Schreiter. So, Freunde, jetzt hier geht's rum. Achtung, scharfe Kurve. Schön scharf. Schön weggeräumt. Chop Shui. Oh. Was los, Doggy? Den Hirsch hast du weggeschaffen. Echt? Ja. Du siehst immer andere Sachen wie ich. Ja. Er kam von rechts, links. Ja, hab ich. Mittlerweile. Kennst du den Weg? Ja. Das beim zweiten Mal. Hier ist der Wagen. Das Baby schlägt sich ganz wacker. Das Baby schlägt sich ganz locker. Ja. Komischerweise verliert er ja, mein Baby immer gleich die. Die Schussstange, ne? Ja. Hängt bei mir auch gleich immer Runde. So auf halb acht. Oh. Gib mal ein bisschen Gas. Genau, Doggy. Gib mal ein bisschen Gas. Spring du mal als erstes gegen den Felsen. So sieht's aus. Oh. Oi, oi, oi. Jetzt kommt er. Der große Sprung. Ins Nichts. Freunde, Freunde, Freunde. Da kracht's ganz schön überall. Auch links von mir. Entschuldigung. Macht nichts, Doggy. Ich flieg. Es ist wie beim Skifahren. Wie auf der Puckelpiste. Gerade ist so ein Checkpoint erwischt. Hat's schon gepiept? Nee, das nicht, aber ich meine, ich wäre beinahe daneben gesprungen. Ach so. Ja. Man hat auch gar keine Kontrolle mehr. Macht den Hügel nie. Man muss einfach nur noch fliegen. Versuchen, den Wagen noch gerade zu halten. So ein bisschen. Oh, da kommt der nächste Felsen. Ich meine, du hast ja eine Hilfslinie eingeblendet. Ja, das ist. Achtung, der Berg. Ja, das war wieder mal knapp. Aber wir haben ihn rausgenommen. Das heißt, ich bin wieder in der Spur. Aber wir brauchen ja eigentlich nicht beide den Checkpoint. Einer nur von uns braucht den Checkpoint. Das ist richtig, Doggy. Das heißt aber nicht, dass du jetzt hier einfach kreuz und quer fahren solltest. Also, nee, ich kann ja leider nicht auf die Karte gucken. Man kann ja immer wieder mal passieren, dass man mal einen Checkpoint nicht erwischt. Ja? Ich habe keinen Schirm. Ja, das hatten wir ja auch schon. Und was dann, ne? Genau. Oder fast, sagen wir es mal so. Oh, sehr, nicht. Sehr clever. Und runter. Oh, wow, 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 das sieht nicht gut aus. Gott sei Dank kann man durch die Bäume durchfahren. Was jetzt hätten wir, glaube ich, schon den einen oder anderen Baum gewickelt. Au, 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 das war ein schöner Satz. Da sehe ich einen Doggy fliegen. Ich versuche noch die Kontrolle zu behalten. Okay. Oh. Fast am Ziel, Alex. Fast am Ziel, Doggy. Ich bin. Sven Hallenwald wäre stolz auf uns. Ja. Wie wir immer hier. Aua, oh, ich bleib wieder hängen. Wie wir hier den Telemark setzen. Ja, das schaffen wir locker. Also ich bin ja. Das schaffe selbst ich noch ins Ziel. Geil, wie man hier unter die Kurve gezogen ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, also so schwer war es auch gar nicht, Doggy. Ne? Manchmal brauchen wir mehr Versuche, aber diesmal. Oh, Stufe 40 für dich. GZ. Oh. Wieso bin ich erster geworden? Ich bin erster. Weil du mehr Checkpoints erwischt hast. Du bist ja alle Erste. Ah. 25. Achso. Plus 25. Plus 10 für eine Einspritzanlage. Starte ich natürlich aus. Doggy. Silber. Hast du auch Silber oder Gold? Nee, Silber, Doggy. Okay. Aber dass du natürlich wieder schon auf Stufe 40 bist. Ja, gut, das hat natürlich heute Nacht gescheppert, ja? Ja. Mhm. Wahnsinn. Aber du hattest ja aufgeholt. Ich war ja eh schon vorne weg und du hast ja dann noch. Ja, natürlich. Da kommt wieder der Testosteronausstoß vom Doga. An mir kommt keiner vorbei. Oh. Okay, ich werfe die Ladung jetzt ab. Du glaubst nicht, was der Kurier fährt. Hm. Das war eine gute Zeit. Wir haben gutes Geld damit gemacht. Der Plan funktioniert, Alex.
Eieiei. Was ist denn das jetzt wieder? Doga, gibt's wieder was zu entdecken hier, oder was? Warte, ich hab jetzt gerade... wird mir der neue Tuner vorgestellt. Ach so, okay. Du hast jetzt ein kleines Intro. Nö. Du bist noch 7 Kilometer von mir entfernt, also... Was? Ja. Ne, jetzt bin ich hier. Jetzt bist du hier? Das war, weil ich kurzzeitig da beim Tuner, der mir gezeigt hat. Ich sag mal, ich teleportiere mich jetzt mal hier raus aus diesem Canyon. Weil das gefällt mir gar nicht. Tut mir leid, Freunde. Das ist nicht mein Ding. Wir müssen... Wo müssen wir hin? Die nächste Mission ist leider auch eine. Noch weiter südlich. Boah. Ganz da unten? Oder? Nee. Doch, ganz da unten war das. Nee. Nennt sich Schwarzfahrer. Ist aber nicht dieses Rallye, sondern nur Gelände. Oh. Also dein Nissan ist wieder dran. Gut, wie weit kommen wir hin? Bis zu neuwertig ungefähr. Etwas. Bis zu neuwertig? Ja. Komm ich da mal hin? Zu diesem Bahnhof? Nee, komme ich nicht hin. Okay, also mach ich jetzt. Kannst du dich zu mir beamen? Ja, kann ich machen. Guck mal, ob das hier eine Asphaltstraße ist oder. Oh. Also ich bin schon wieder mitten in der. Am Feld abgesetzt worden. Wäre ich auch. Doggy, was soll das? Der Punkt. Aber hier ist die Straße. Schnell Auto wechseln. So. Einen neuen Freund haben wir auch, den A-Mensch. Keine Ahnung, wer das ist. A-Mensch? Ja, kennst du? Ne. Freund, versuch gerade mit meinem BMW zur Straße zu kommen. Oh, Achtung. Ja, ich sehe es. Das sah wieder megamäßig aus. Moment, da nehme ich natürlich auch einen anderen BMW. Ist ja nicht so wie bei armen Leuten. Jeder schaut in seine mobile Garage und kann sich einfach was rausnehmen. So, Doggy. Wegpunkt hast du nicht gesetzt, sehe ich gerade. Ich versuche es jetzt nochmal zu setzen. Probier mal aus, damit man mal ungefähr das Gefühl hat, wie weit oder wie viel wir noch machen müssen. Jo. Oh. Wie, oh. Er denn an? Warum? Guck mal den Weg an, den er gesetzt hat. Wieder ein Stück zurück und dann hinten rum. Ah, das sind bei mir 40 Kilometer, Doggy. Das ist ein bisschen, ich sag mal, das. Aber wir können doch hier die Straße in Richtung Grand Canyon fahren. Ja, und dann da hinten und abbiegen. Und dann rechts abbiegen, ne? Ist doch viel kürzer. Okay, dann setze ich da einfach mal den selben Wegpunkt. Ach ja. Und dann treffen wir uns praktisch bis zu der Kreuzung. Das machen wir jetzt noch. Das schauen wir uns einfach mal an. Komm, Doggy. Auf geht's. Bist du dabei? Bei mir setzt ihr den trotzdem so kompliziert. Ja, ich habe jetzt den Wegpunkt zu dem Kreuz gesetzt. Okay. Dass wir dann abgeben. Ich habe das schon verstanden, was du machen wolltest. Gut. Da ziehen wir jetzt mal richtig schön einen durch. Mann. Kingston, was soll das? So, hier ist jetzt eine Kreuzung. Ist es die Kreuzung, die ich meine? Nee, was macht denn der jetzt hier? Warte mal, da muss ich jetzt mal gucken, was ist jetzt hier los? Hier schon? Nee, das ist hier noch nicht. Irgendwie... Oh, nee, hier ist ja noch gar keine Kreuzung. Ja, eben. Aber warum hat der Pfeil hat sich jetzt hier irgendwie... Ich habe mich schon gewundert. Wahrscheinlich eine Abkürzung oder so. Ja. Gelände. Für Gelände, Tuner. Oder Rallye. Oh, bei mir brennt hinten aus dem Auspuff. Und zwar zweimal. Chili con carne. Oh, was ist hier? Slalom-Test? Das ist genau das Richtige. Slalom-Test? Ja. Im Tunnel oder was? Ja. Oh. Das ist natürlich wieder genau das Richtige. Nicht viel Platz. Nicht viel Platz. Oh, verpasst. Gold verpasst? Ja. Gold sowieso. Bei Tore habe ich verpasst. Naja, ich sag mal so, es war wieder Bronze. Gibt's E-Minus? Bei mir gab's mit Bronze eine mickrige Plus 1. Oh. Ups. Ja, Doggy, ich bin erst Stufe 38.
Du bist ja schon in den letzten Zügen mit deiner Stufe 40. Jetzt geht's aber rechts weg, Doggy. Ja. Jetzt Gelände. Meinst du, wir sollen aufs Geländefahrzeug umswitchen? Nee, nee. Solange ich so mitfahren kann. Ich nicht. Ach du Schande. Ich hab's gesehen. Ach du Schande, ich hänge jetzt richtig fest. Erdrücken. Warte mal, Freunde. Das muss ich natürlich erstmal. Jetzt habe ich natürlich. Hier diesen Wegpunkt muss ich jetzt mal wieder wegnehmen. Wie kann ich den wegnehmen? Entfernen. So, und jetzt setze ich mit dem Wegpunkt. Nein. So möchte ich nicht fahren. Das setzt den trotzdem noch über die andere Linie. Na ja, gut, dann komisch, oder? Dann mache ich das so. Ich mache das ganz einfach. Nee, das setzt ihn trotzdem über die andere Linie. Jetzt. Du hast recht. Jetzt hast du den Kuh. Den gelben. Echt? Kannst du fahren. Naja. Zu den Anzeigen. Nee, bei mir nicht. Bei mir, ich müsste umdrehen. Nee, dann komm mal bis zu mir. Ist nach da vorne. Ich komme hier ganz schlecht raus aus der. Das ist, glaube ich, hier ein Gelände. Aber ich probiere es trotzdem. Ah, jetzt habe ich ihn in Rot. Jawohl. Ich nehme ein anderes Fahrzeug. Komm, dafür habe ich doch genügend da. Dann nehmen wir natürlich, wen nehmen wir da? Da geht ja nur der Nissan denn. Ja, oder hier ist Rallye-Fahrzeug, oder? Oder ist Rallye, ja. Klar. Oder meinst du, der kann auch, ah, wohl, komm. Machen wir mal Nissan. Auch der Rallye ist natürlich auch. Du hast recht. Nein, das war der falsche Nissan. Ich sollte vielleicht gucken, was ich nehme hier. Das ist dann der hier, Gelände. Ja, geht. Funktioniert. Der ist schön gemütlich mittlerweile. Mit seinen 433 Performance-Punkten. Kann man ja so sagen, oder? Ja. Sehr schön gemacht. Solange du nicht mehr Erfahrung Sui. Hast, beziehst du Prügel. Die erzählt mir irgendwas, solange ich keine Erfahrung habe, beziehe ich Prügel. Von ihr oder was? Ja. Du hast sie übers Knie gelegt. Mhm. Das ist prima. So, jetzt fahren wir einmal um die Schlucht rum. Eieiei. Kannst also aber abkürzen, wenn du fliegen kannst. Oh, ja, ich seh's. Na, ich werde auch drum rumfahren müssen, Doggy. Machst du den Flieger? Nee. Dann grüß mir die Sonne. Hier ist Präzision, glaube ich. Präzision ist fantastisch. Ah ne, die hier durch diese Tore fahren. Auch noch. Okay, das kann ich mit meinem Wagen jetzt vergessen. Ja. Oh, du bist ja schon hinter mir. Doggy, nicht hängen bleiben. Den habe ich doch erwischt. Was soll das? Den habe ich auch erwischt. Da jetzt, bitte, kommt. Oh. Ich habe nichts bekommen. Ich auch nicht. Das war ein richtiger Präzisionstest. Noch 2 Kilometer bis zum vereinbarten Punkt. Das schaffen wir. Das ist dann, glaube ich, Grenze zu Mexiko rüber, oder? Ganz im Süden. Ja, ja. So Santa Fe oder irgend sowas? Ne, nicht Santa Fe. Was ist das da unten? Wie heißt das da unten? Wir werden es sehen. Burrito. Genau, Burrito. Schöne Weizentortillas. Richtig. Mit viel Bohnen. Ja. Mit massiv Bohnen. Damit es richtig schön knallt im Auspuff. So ist es. Da haben wir auch gleich eine Sehenswürdigkeit. Die muss ich mir direkt mal anschauen. So, ich bin jetzt auf jeden Fall auf der Straße.
Und PvP gibt's ja auch. Ja, jetzt hier ist auch was Grünes dabei. Das, ich nehme jetzt alles noch mit für euch. Als erstes fahren wir mal hier rein. Weil hier muss irgendwo der Schrottplatz sein. Das Schrottplatz sein, ja. Ich sehe ihn noch nicht. Nee, hinter mir. Das ist nicht, da ist er nicht. Autsch. Ah, hier steht er doch. Ein Buggy. Der war Buggy? Ja, war ganz schön buggy, das Ding. So, und jetzt gehe ich wieder vor und lass mir jetzt noch die Sehenswürdigkeit reinziehen. Weil wir wollen ja wissen, wo wir sind, oder? Ja. Kingman, auf geht's. Das ist der Kingman? Diese 1882 in Arizona gegründete Stadt schreibt sich folgendes Motto auf die Fahnen. Das Herz der historischen Route 66. Mhm. Das Herz? Ja. Wir sind sozusagen auf der Route 66. Super, ja. Die Tankstelle sieht auch so aus, als ob hier viele Autos vorbeikommen. Ja. Nennt sich Kingman. Wow. Okay, Freunde. Nee, komm, wir fahren noch zum nächsten, zu unserem Missionspunkt hin. Wo ist der jetzt? Punkt. Da müssen wir noch ein Stückchen. Ah, doch. In die Wüste. Oh, nee, da ist noch ein Stück weiter. Ich werde ihn auf jeden Fall mal setzen. Wir werden in der nächsten Folge dort davor stehen und dort die Mission machen. Bis dahin, würde ich sagen, jo, verabschieden wir uns erstmal. Und danke. Bis später. Ciao, ciao.